Wir haben, sagen wir, wie jetzt in Tennis, eine gewisse Rangliste. Ja, das aufgrund der Resultate. Und dann wurde ich als bester deutscher Schachspieler damals, ja, ich war 11-mal DDR-Meister. Ich wurde dann oder hatte die Möglichkeit, dass ich das hauptamtlich als Trainer und Übungsleiter ausführen durfte im Bezirksvorstand Dresden. Also der hat also über alle Sportarten die Oberhoheit genervt in Sachsen. Ja. Das bedeutete aber eigentlich, dass ich also dass ich unbegrenzt Freizeit hatte für internationale Turniere. Dass ich lediglich, wenn ich wieder anwesend war in Dresden, dass ich auch diese Pflichten als Übungsleiter für junge Talente ausführen konnte. Ja. Ich bekam ein Gehalt, was durchaus vielleicht dem eines Ingenieurs entsprach und hatte den Vorteil zunächst erstmal, dass man damit keine sozialen Sorgen hatte.